Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Need for Speed Payback, heute mit dem Nissan GT-R. Dieses schicke Fahrzeug hatten wir schon mal als Dragster und heute werden wir uns das Auto nicht als Dragster anschauen, sondern als Racer. Und ja, ich habe mir gedacht, wir holen uns dieses schicke Teil nochmal. Eigentlich wollte ich ja schon doppelt vorhandene Fahrzeuge dann eher nicht mehr dran nehmen, aber dann habe ich mir gedacht, hey, es gibt durchaus so Sachen. Es gibt durchaus eine Methode, wie man das machen könnte und ja, ihr werdet es rechts oben schon sehen. Wir haben relativ viele Teile-Token, wir haben relativ viel Kohle und ich habe mir gedacht, hey, dann machen wir das einfach mal so. So, ich weiß nicht, habe ich diese, dieses Bodykit schon mal benutzt? Könnte schon sein, ne? Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir halt entsprechend gedacht, Leute, das dauert alles viel zu lang. So, vor allem, wenn man... Das ist die Standardversion, das ist die alte Version, ne? Nee, die sieht aggressiver aus und schöner. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, Leute, das dauert viel zu lang, Kohle irgendwie die ganze Zeit farmen und so weiter und so fort. Und habe mir, obwohl ich mich strikt dagegen wehren wollte, irgendwann einfach Cheat Engine runtergeladen und habe mir dann entsprechend die Kohle gecheatet. Ist zwar ein bisschen blöd, oder fand ich immer so ein bisschen blöd, aber ich habe mir irgendwann gedacht, Leute... Ich meine, wenn man für irgendwie, ja, ich sag mal, wenn man für Ingame-Geld Kohle verlangen kann, ich meine, man hat das Spiel ja in gewisser Weise, gut, ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, aber man hat das Spiel sonst ja in gewisser Weise gekauft. Und warum sollte man dann nicht alle Fahrzeuge, die man entsprechend erworben hat, dann fahren dürfen? Und deswegen... Ja, habe ich mich dann dazu entschlossen zu sagen, hey Leute, ich nutze das jetzt, weil ich bin auch aktuell in einer Phase, da bin ich in meiner Seminarwoche jetzt, ja. Bedeutet, ich muss bald auch meinen schönen Vortrag da halten und so weiter und so fort. Toi, 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 dass da alles gut wird. Und da hat man eigentlich wichtigere Sachen, um die man sich Sorgen machen muss, als sich Kohle zu erfarmen, um dann entsprechend in Need for Speed ein gewisses Fahrzeug hier oder da fahren zu können. Und deswegen habe ich mir dann entsprechend diese Kohle ercheatet. Wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt. Ich wollte das eigentlich auch nicht machen, weil ich selbst mir immer denke, okay, ich erarbeite mir das einfach alles. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist auch blöd, wenn ich jetzt die Folgen verzögern lassen muss oder wenn ich sagen muss, hey, ich kann dieses oder jenes Auto nicht nehmen. Und ich denke, dass es... auch insgesamt einen entspannteren Dave jetzt gibt in durch diese Situation, weil ich halt selbst natürlich auch weiß, hey, ich muss jetzt nicht irgendwie viel zu viel Zeit für ein Need for Speed Video aufwenden, sondern ich kann da relativ entspannt an die Sache rangehen. Also das ist halt echt entspannt, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt nicht 2 Stunden farmen, sondern ich kann da halt größtenteils irgendetwas anderes machen, aufnehmen oder whatever. Und ja, das nimmt dich jetzt nicht so in Beschlag. Und das Ding ist halt, es ist relativ substanzlos, wenn du dir Kohle erfarmen musst. Also ich kann ja viele Sachen zumindest verstehen, wenn auch nicht unbedingt nachvollziehen. Sowas wie, keine Ahnung, in Assassin's Creed die ganzen Nebenquests und so. Da kann ich ja noch verstehen, dass Leute auf sowas Bock haben. Aber jedes Mal zum Beispiel dasselbe Rennen zu fahren, um irgendwann genug Kohle zu haben, ist ziemlich lame. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich mache das Ganze so und deswegen haben wir viele Teile-Token, wir haben viel Kohle und ich kann auch sagen, ich finde dieses System mit den Dingens, mit den Tuning-Karten, mit den Speed-Karten immer noch sehr doof. Wisst ihr, wie viele Teile-Token ich mir ercheatet habe? 1800 hatte ich. Und das Ding ist, ich hatte 1800... Aber wie viele habe ich denn ausgegeben für, ich sag mal, 10 Autos? 800. Damit ich alle auf Outlaw Stufe 18 kriege. Und überlegt mal, für wie lange ihr dafür braucht, damit ihr 800 Teile-Token sammelt. 800 Events. Das ist eine Menge. Das ist eine extreme Menge und weil ich der Meinung bin, die Zeit sollte man eigentlich nicht so aufwenden, habe ich das entsprechend so gemacht. Und ich denke, dass es uns allen zugutekommen wird, weil wir nun entsprechend sehr viel entspannter hier durch die Spielwelt fahren werden. Wie gesagt, ich werde dann auch einfach
mich eher den Fahrzeugen zuwenden können. Ich muss jetzt nicht sagen, hey, hier und da, ja, wenn ich mir dieses Auto jetzt holen sollte, so, keine Ahnung, so Fahrzeugwünsche, die vielleicht einmal kamen, dann kann ich jetzt auch sagen, okay, cool, machen wir. Weil davor hätte ich mir überlegen müssen, okay, der Wunsch kam jetzt einmal und dafür müsste ich jetzt irgendwie 200.000 fürs Auto ausgeben, 100.000 oder so fürs, oder 50.000 fürs Optik-Tuning. Fürs Leistungstuning brauchst du entweder Teile-Token oder Geld oder beides. Nice, 382. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, das ist, es tut auch dem Spiel gut, ja. Es tut auch dem Spiel gut, es tut dem Let's Play gut, wenn ich jetzt einfach an dem Punkt sage, ich mache das jetzt so. Und vor allem, dann bin ich nicht genervt, weil ich 2 Stunden lang nichts anderes gemacht habe, als dieses Ovalrennen zu fahren und kann dann entspannt euch diese ganzen Fahrzeuge präsentieren. Unter anderem heute den Nissan GT-R, ihr seht es entsprechend. Ja, und ich habe mir auch, wie gesagt, viele weitere Fahrzeuge geholt, die ich hier auch schön getunt habe. Darunter auch den Aventador aus Versehen nochmal, weil ich vergessen hatte, dass ich den in eine Folge reingenommen hatte schon. Den Mercedes-AMG GT, den habe ich jetzt auch. Autsch. Schmerzhaft. Den McLaren P1 habe ich mir für den Benchmark auch nochmal geholt. Den Audi R8 ebenfalls. Den Koenigsegg Regera für die 400 km/h. Die Corvette habe ich mir entsprechend auch nochmal zugelegt. Und kam da noch was? Den Lamborghini Murcielago werde ich mir auf jeden Fall holen. Ach, und der Acura NSX. Und ich kann ja schon mal sagen, meine Güte, hat der krasse Werte. Also wirklich, das ist heftig. Ja, aber ich bin halt einfach der Meinung, sowas wie zum Beispiel das mit den Teile-Token, ich habe es euch ja gut vorgerechnet, 800 Teile-Token habe ich verwendet innerhalb eines Abends, um verschiedene Fahrzeuge auf Stufe 18 von einem Hersteller zu bekommen. Bei sowas brauchen wir definitiv einen neuen Ansatz. Also es kann nicht... Ich werde auch, wenn ich mal die Gelegenheit dazu habe, das irgendwie ein bisschen ansprechen, dass das halt echt irgendwie ungeil ist. Wenn es wenigstens die Tuning-Teile beim Tuning-Shop alle regulär zu erwerben gäbe, dann würde ich sagen, hey, geile Sache. Immerhin kann ich mir die Tuning-Teile immer noch kaufen, aber wenn du wirklich so viele Events brauchst und so, damit du das Tuning und so zustande kriegst, dann darf die Message nicht sein, okay, ich hole mir jetzt, sagen wir mal, für 50 Euro oder so Guthaben im Spiel. Es tut mir leid für die Konsolenspieler übrigens, die diese Möglichkeit nicht haben. Oder ich glaube nur über Umwege, über große Umwege. Aber es kann nicht die richtige Message sein, zu sagen, hey Leute, wir werden jetzt, oder ich werde jetzt einfach mal super viel Kohle im Spiel, also super viel Ingame-Geld erwerben und dafür x Euro ausgeben. Sondern in Singleplayer-Spielen haben Mikrotransaktionen nichts zu verlieren. Wenn du überhaupt die Sachen einbaust, dann mach so ein System wie Forza und sag, ey, wir geben euch, wir pumpen euch extrem viel Kohle zu. Aber wenn du willst, kannst du ein bisschen was ausgeben, so. Ist zwar auch ein bisschen fader Beigeschmack bei, aber das ist besser als zu sagen, hey, du musst 800 Events fahren, damit du 10 Autos oder so auf Stufe 18 volltunen kannst. So, aber genug dazu erläutert. Ich denke, ihr könnt die Entscheidung nachvollziehen. Vor allem mit zunehmendem Alter. Und das sage ich jetzt mit 23 Jahren, ja. Da merkt man, Zeit ist wichtig im Leben. So, man hat keine Zeit, 3 Stunden dasselbe Event zu fahren. Wenn der Need for Speed Film im Hintergrund läuft, okay. Aber man hat sonst keine Zeit, 3 Stunden dasselbe Event zu fahren. So, aber gucken wir mal auf die Leistungswerte. Da haben wir nämlich bei der Nitro-Kapazität 9,3, glaube ich. Sehe ich nicht, um welchen Faktor sich das ändert? Okay. Nee, sehe ich nicht beim Nitro tatsächlich. 372 km/h Höchstgeschwindigkeit, 1157 PS, 1,7 Sekunden von 0 auf 100 und die Beschleunigung für eine Viertelmeile ist 8,57 Sekunden schnell. Das ist krass. Das ist ordentlich. So, und wir versuchen es gleich noch einmal. Jetzt sind die ganzen Objekte weg, jetzt bin ich ein bisschen eingefahren und jetzt konzentriere ich mich auch mal wieder aufs Spiel. Nice Hupe.
Ach, und ich habe mir auch den Lamborghini Diablo nochmal geholt. Aber das Ding ist, ganz kurz, 800 Teile-Token habe ich halt gebraucht für Autos, die halt nahe der Stufe 18 sind mit den Teilen. Da ist ja sowas wie ein Golf 1 zum Beispiel gar nicht mit eingerechnet. Da bräuchtest du ja noch mehr. Weil du da ja schon Teile-Token aufwenden musst, damit du überhaupt auf das Level kommst, wo du davor mit dem Dingens warst. Wo, mit dem Nissan zum Beispiel, wo du mit dem Nissan anfängst. Okay, aber ich muss sagen, der Nissan GT-R, der fährt sich ein bisschen... ungewohnt unperformant. Also in jedem anderen Need for Speed kannte ich den eigentlich viel schneller. Hat auch so ein leichtes Untersteuern, was es sehr unangenehm macht, die erste Kurve zu durchfahren. Oder auch die letzte Kurve zu fahren. Ha, schnell ist er ja, auf der Geraden zumindest. Aber... Kurven tut er sich schwer. Ha. Oh, ja, hier könnte man noch die Beschleunigung theoretisch schneller machen. So, mal kurz ein bisschen in der Stadt rumfahren und gucken, wie der sich jetzt anfühlt. Ja, also vom Aussehen her und von der Wirkung, die das Auto hat, muss ich sagen, ist er schon sehr schick. Das einzige Problem ist halt tatsächlich, dass er im Spiel nicht so schnell ist. Deswegen würde ich sagen, Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Zumindest, wenn ihr genug auf dem Konto habt. Ansonsten, wenn ihr wirklich nur ein schnelles Auto wollt, dann schaut euch nochmal was anderes an. Ich finde es immer lustig, wenn ich sowas sage und dann irgendwie einen persönlichen Bestwert habe. Ja gut, das ist hier nicht passiert. Ich habe auch die letzte Kurve versemmelt, aber mehr als 260 oder 65 hätte ich eh nicht geschafft, glaube ich. Hä? Wie bin ich denn da abgelenkt worden? Das hat mich auf jeden Fall vor der Kollision bewahrt. So, das Ding ist halt, ganz kurz, Lenkungsempfindlichkeit ist ganz oben. Wenn ich die Bremse antippe, dann gibt es Autos, die brechen sofort richtig krass aus. Und er hier, er möchte echt nochmal so ein bisschen mehr um die Kurve gestreichelt werden. Hä? War doch nur ein normaler Sprung. Du bist gelandet, das zählt nicht. Dafür gibt es eine Basislieferung. Danke. Bisschen komisch, aber ich nehme es an. Oh. Also wenn du schon so eine Sprungrampe hast, die man ganz, ganz unterschiedlich anfahren kann, dann lass mich überall landen. Das wäre cool. So, oder man macht es natürlich so. Jawohl, und holt sich direkt 3 Sterne. Oh,
Huiuiuiui. Na, mit Handbremse geht das schon ein bisschen besser. Das ging nochmal glimpflich aus. Ich werde übrigens auch die folgenden etwas kürzen. Ich denke, dass man meist auch schon so nach, ich sag mal, knapp unter 20 Minuten, nach so 15, 20 Minuten schon einen guten Eindruck vom Auto hat. Und wie gesagt, im Moment ist meine Zeit sehr, sehr knapp bemessen und ich möchte nicht irgendwie die Anzahl der Videos drastisch reduzieren oder so. Das muss ich bei Formel 1 auf jeden Fall machen, weil da kann ich nicht sagen, ich mache jetzt ein bisschen kürzere Folgen oder so. Och, ich fahre einfach mal die letzten 5 Runden nicht. Wobei, theoretisch geht das sogar. Ich muss sagen, mit ein bisschen Eingewöhnung geht das einigermaßen. So richtig überzeugen kann er mich aber tatsächlich nicht, der Nissan. Vielleicht nochmal in einem letzten Run. Alter Falter, ey. Schön ein paar Flips hingelegt. Oh, jetzt habe ich Bock auf Erdnussflips, ey. Oh, Mann, ey. Apropos, an der Stelle sei auch mal erwähnt, ihr könnt, ich glaube, es ist in der Playlist definitiv, aber auf jeden Fall in den Videos von letztens, mal ganz kurz, ja, in die letzten Videos gucken. Da gab es nämlich ein Gewinnspiel, oder gibt es immer noch ein Gewinnspiel, wenn ihr das zeitnah zum Video-Release guckt, zu Need for Speed Payback. Da könnt ihr ein T-Shirt gewinnen, also quasi das T-Shirt von Tyler Morgan und außerdem ein Sennheiser-Headset mit Need for Speed, also in der Need for Speed Edition. Coole Sache, wie ich finde. Habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, das Ganze, um euch das entsprechend, um das an euch weiterzuleiten. Und da kann jeder mitmachen, der ja, die Teilnahmebedingungen da erfüllt, also ist halt auch nicht super eng gestrickt, das ganze Korsett. Wenn man so ein bisschen weiß, wie man den anpacken muss, dann weiß man doch, wie man den anpacken muss. Ich finde ihn in der letzten Kurve trotzdem ein bisschen unentspannt. Das könnte trotzdem eine ziemlich gute Zeit werden. Er kommt immer in Kurve 1 zu weit raus, also das passiert mir bei sonst keinem Auto. Also der hat schon ein Untersteuern, ne? Wenn man damit so ein bisschen den Allrad simulieren wollte. Ich gratuliere, ihr habt es geschafft, Leute. Aber ich mag keine Allradbetriebenen Autos. Zumindest nicht, wenn man es richtig spürt, dass das Fahrzeug halt untersteuert dadurch. Es gibt Situationen, wo Allrad durchaus Spaß machen kann. Untersteuern ist definitiv keine solche Situation. Okay, leider wurde es nicht schneller, tatsächlich. Ja, und damit bleibt der Nissan GT-R doch ein bisschen hinter meiner Erwartung zurück, was zumindest die Performance angeht vom Auto. Nichtsdestotrotz, super schickes Teil, super schnelles Teil und als Dragster war er sehr, sehr gut. Also als Dragster, die Folge könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr irgendwann später dazugekommen seid im Let's Play. Als Dragster war der auf jeden Fall sehr krass.
Und ich glaube auch ein bisschen krasser als jetzt. Ja, Leute, ansonsten vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Need for Speed. Dann mit einem anderen Auto. Und vielleicht ist das dann wieder ein Ticken flotter noch auf diesem Kurs unterwegs. Ich suche immer noch nach dem Auto, das den GT3 RS schlägt. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal.